Willkommen zum letzten Video meiner Islandreise. Ich wünsche euch nochmals viel Spaß und bitte unbedingt bis am Ende dranbleiben. Es gibt noch etwas zu gewinnen. Ich war hier in Raufarhöfen auf dem Campingplatz. Es ist Samstagmorgen, also Mittag. Ich habe jetzt bis um 12 Uhr wieder Video geschnitten. Dann habe ich das hochgeladen, Backup gemacht und nun bin ich fertig und ich kann weiterfahren. Wie geplant eigentlich mehr oder weniger der Küste nach. Die Straße führt nicht immer ganz so nah an der Küste, aber einfach da Richtung Süden. Gestern fuhr ich da eben alles dieser Küste nach, da über so eine Passstraße, das war sehr schön. Und dann war irgendwo da, hat es noch einen Wasserfall. Und dann fuhr ich da zu diesem Canyon, den ich heute Morgen noch fotografieren konnte. Da hat es einen Campingplatz, wo ich übernachtet habe. Und eigentlich dachte ich ursprünglich, ich gehe dann wieder zurück und dann so auf der Ringstraße nach Egilstad hier. Nun hatte ich plötzlich die Idee, dass ich da ja die Straße weiterfahren könnte, bis das, glaube hier. Da war ich ganz am Anfang der Reise schon mal, da hatte es eine Hütte mit zwei wunderschönen Hotpots. Ich dachte eben, ich fahre da diese Straße hoch, da bis hierhin und das ist danach eine geteerte Straße. Und nun bin ich etwas unsicher, ich bin da an einer Verzweigung, weil mir Google gesagt hat, ich solle doch hier rechts. Und ich bin jetzt unsicher, was wohl die bessere Route ist. Das geht da hier durch, die F910. Und dann würde man da noch einen Hotpot vorbeikommen. Oder hier noch irgendwas. Keine Ahnung.
und dann hier auf die, das ist glaube ich hier immer noch eine geteerte Straße, weil sie da einen Damm bauten, einen Staudamm, und dann haben sie die Straße geteert. Das ist, so wie ich das verstanden habe, die einzige geteerte Straße, die ins Hochland führt, von hier ganz vorn bis nach hier. Ich glaube, ich mache das jetzt so, ich gehe hier rechts und dann komme ich eben danach vorbei. Für das die Zufahrtsstraße nicht gerade die beste ist, hatte es hier recht viele Leute. Aber trotzdem ist es eigentlich ein recht schöner Hotpot mit diesem warmen Wasser, das da wie ein Wasserfall runterfällt. Nun muss ich glaube gar nicht nach Laugarfell. Ich habe schon gebadet. Die Abkühlung im Bach war auch gut, die ist empfehlenswert. Und danach nochmals ins Warme. Gefilmt habe ich das nicht. Ich filme nicht so gern, wenn da so viele Leute rum sind. Die haben zwar alle auch ihr Handy dabei. Ich frage mich manchmal, wie viele Handys in so einem Pott versenkt werden pro Tag. Jetzt geht es da wieder diese Straße hoch. Ich glaube, da brauche ich nochmals die Differentialsperre. Vor allem hier hat es noch so große Wellen, wo das beim Runterfahren schon recht geschaukelt hat. So, nun habe ich Ferien, also eigentlich nicht Ferien, sondern Heimreise, da muss ich nicht arbeiten. Wenn es schönes Wetter ist, fahre ich jeweils viel, damit ich viel sehe, und wenn es regnet, dann fahre ich glaube auch viel, weil da kann ich sonst nichts machen. Jetzt regnet es hat in der Nacht angefangen zu regnen und ich glaube, es hört gar nicht auf, bis ich dann auf der Fähre bin. Deshalb sage ich euch jetzt noch meine Idee. Ich war ja gestern da hochgefahren zu diesem Hotpot und zum Canyon und bin nun irgendwie etwa hier bei diesem Staudamm in der Nähe und muss nun diese Straße da nach vorn fahren. Eben, das ist da diese, ich glaube, die ist schon bald geteert und führt dann bis nach vorn da. Und hier ist ja Egilstadir, wo man dann nach Seydisfjord durchgeht zur Fähre. Und ich glaube, ich fahre jetzt da durch und dann noch hier runter und da der Küste entlang. Vielleicht auch den Tunnel, das weiß ich nicht, oder der Küste nach. Genau, damit ich muss ja erst übermorgen da sein. Aber wenn ich jetzt nach Egilstadir fahre, dann weiß ich ja dann gar nicht recht, was machen. Es ist zwar eben überall schlecht Wetter, außer
hier unten ganz, da wäre es jetzt schön, aber da fahre ich jetzt nicht hin, das ist mir viel zu weit. Ja, das ist mal der Plan. Das erste Mal heute kein Regen. Nach über 48 Stunden Regen hat es nun endlich aufgehört. Ich habe zwei Tage oder zwei Nächte hier auf einem Campingplatz verbracht, der schon geschlossen ist wegen Winter oder so. Dafür war es auch kostenlos. Da sieht man sogar Schneeberge. Da hat es auch noch einen. Vorher guckte mal kurz die Sonne hervor. Und nun fahre ich nach Egilstadir. Ich bin da. Fuhr ja da eben der Küste nach und muss nun nach Egilstadir. Da will ich noch ein paar Sachen einkaufen und danach fahre ich zum Hafen. Es ist kurz nach 18 Uhr und ich habe bereits meine Kabine bezogen. Wieder eine sehr kleine, wie das letzte Mal, ohne Fenster. Aber wenn ich drin bin, dann arbeite ich irgendetwas. Ich habe da das Notebook mitgebracht und so. Mit dem Essen habe ich es, glaube ich, etwas gut gemeint. Ich denke, das wird reichen. Aber ich bin da 3 Tage auf dieser Fähre. Anstatt heute Abend um 8 Uhr, fährt sie morgen früh um 5 Uhr, weil es eben so starke Wellen und Wind hat auf dem Meer. Ein kurzes Update nach einem Tag Fähre. Heute Morgen früh fuhr der Kapitän los. Geschlafen habe ich eben noch im Hafen. Und dann habe ich am Morgen noch etwas am Computer gearbeitet. Es wurde mir dann irgendwie etwas schlecht oder übel, ein bisschen. Ich war noch gar nie seekrank, das hat mir nie irgendetwas ausgemacht. Und dann ging ich ganz nach oben, da hat so eine Lounge oder Bar mit einer Aussicht aufs Meer und so, habe da lange gesessen. Aufs vordere Deck kann man leider nicht, das haben sie gesperrt, vermutlich wegen dem starken Wind und den starken Wellen. Und dann ging es mir etwas besser. Ich ging dann nach unten, holte den Laptop und arbeitete oben wieder und musste aber zwischendurch immer aus dem Fenster schauen, weil das war immer etwas komisch. Und als dann der Akku leer war, ging ich wieder in die Koje, habe noch ein Sandwich gegessen, mich noch ein wenig hingelegt und musste dann plötzlich noch erbrechen. Aber jetzt ist es gerade wieder viel besser. Ich glaube, das hat es jetzt gebraucht, dass da das Zeug rauskommt. Keine Ahnung. Vermutlich habe ich einfach zu viel am Computer gearbeitet. Ich habe meine Uhr noch auf isländischer Zeit. Da ist jetzt 5 Uhr abends. Der Kapitän oder irgendwer anders hat gesagt, dass wir um 10 Uhr abends auf den Färöerinseln in Tórshavn eintreffen, aber ich bin jetzt gar nicht sicher, welche Zeit, das wird wohl Schiffszeit sein, das muss ich noch rausfinden. Und dann bin ich nicht sicher, vermutlich ist dann der Aufenthalt dort etwas kürzer,
weil wir halt im Zeitplan da etwas hinten nach sind. Vermutlich schlafe ich dann sowieso. Ich muss wohl früh ins Bett, damit ich mich wieder an die Schweizer Zeit gewöhne. Heute ist das Meer freundlicher zu mir. Seekrankheit ist vorbei. Ich habe vorher unten am Video geschnitten. Das letzte Video von dieser Reise. Die Rückreise ist übrigens recht spannend. Vielleicht nicht unbedingt für euch, aber für mich. Ich habe in Deutschland 2 Termine und in der Schweiz. In Deutschland lasse ich eben 2 Ladebooster ausbauen, das habe ich ja mal in einem Video erklärt. Und dann besuche ich noch den Chef der Wasseraufbereitungsanlage, der ist an der Interboot in Friedrichshafen. Der will da mal schauen, wieso das bei mir so langsam läuft. Danach habe ich in der Schweiz bei Iveco einen Termin, um mein Fahrzeug zu prüfen. Und dann fahre ich noch beim Wohnmobilaufbauer vorbei, um die Dinge zu besprechen, die dann noch gemacht werden müssen. Ich habe ja einen Schaden gemacht und sonst habe ich noch ein paar kleine Dinge. Und dann nach Hause. Ich werde immer mal wieder gefragt, ob ich wieder Kalender mache. Und deshalb mache ich für das nächste Jahr wieder. Also ich habe die schon gemacht, eben gestern Morgen auf der Fähre, wo es mir danach schlecht wurde. Ich zeige euch mal, wie die etwa aussehen. Das sind Panoramakalender zum an die Wand hängen mit einem Titelbild und für jeden Monat eines mit einem ermutigenden Bibelspruch. Wer einen haben möchte, darf sich gerne bei mir melden. Die Größe ist 55 x 27 cm. Der Preis für ein Stück ist 25 Franken. Wenn man 5 Stück nimmt, kosten die 100 Franken. Und wenn man noch mehr möchte, dann gibt es noch Spezialrabatt. Hinzu kommen jeweils noch die Versandkosten, wobei ich das aber in der Regel oder oft so einrichten kann, dass ich die vorbeibringe oder ihr die bei mir abholt im Emmental. Ihr habt nun auch die Möglichkeit, einen Kalender zu gewinnen. Dann müsst ihr einfach einen Kommentar unter dieses Video schreiben bis zum 25. November. Unter allen, die einen Kommentar schreiben, verlose ich einen Kalender. Viel Glück!